Hallo und willkommen zurück zu Factorio. Heute wollen wir uns das Kombinatoren-Chaos einmal anschauen und das Problem ein bisschen lösen und alles hier schöner machen. Und da ich ja wieder den Spielstand von der Folge 32 weiterspiele, möchte ich euch noch kurz zeigen, wie ich die Zuführung der Kunststoffplatten hier zu der Produktion der erweiterten Schaltkreise gelöst hatte. Denn wir hatten ja das Problem, ich hatte diesen Teiler hier falsch rumgedreht. Und die Kunststoffplatten, die haben diese Eisenplatten mitgezogen. Also die Kunststoffstangen haben die Eisenplatten mitgezogen. Und es gab hier oben irgendwo Chaos. Das war nicht schön. Aber das, seht ihr, haben wir hier doch besser gelöst gehabt. Okay, zurück zu unseren Kombinatoren. Da kamen vom Mannes ein paar Tipps, wie ich das besser regeln kann. Und der Mannes, der hat mich darauf hingewiesen, dass es hier diese schöne Funktion mit jeweils gibt. So, das heißt, ich habe eigentlich hier drei parallele Schaltkreise aufgebaut. Einmal für Rot, Grün und die blauen Flaschen. Aber ich brauche eigentlich sogar nur einen. Denn wenn ich das jeweils zählen lasse, dann werden alle Signale hier, ich sag mal, gesammelt, wie gehabt. Aber hier, getrennt ausgewertet. Gut, ich baue einfach mal ein bisschen was zurück. Und eigentlich habe ich genug Platz, wenn ich mit nur einem vergleichenden und einem arithmetischen Kombinator arbeite, das Ganze auch schön hier reinzustellen, oder? Das machen wir mal. Also, der vergleichende. Da werdet ihr gleich mal sehen, wie schön das hier eigentlich sein kann, wenn man es ordentlich macht. Und der arithmetische. Und jetzt passen wir nochmal auf, weil jetzt müssen wir das Ganze wieder einmal neu aufbauen. Der vergleichende. Der liest den Eingang aus und zählt ihn hoch. Deswegen legen wir den Ausgang auf den Eingang des vergleichenden Kombinators. So, das ist schon mal schön. Dann haben wir den Ausgang des Fließbandabschnittes, der ausgelesen wird. Der geht auf den arithmetischen, genauso wie alle Ausgänge von den Greifarmen. So, haben wir schon mal die Verkabelung mit Rot. Jetzt kommen die grünen Signalkabel. Die liegen hier. Der arithmetische füttert den vergleichenden. Und der Ausgang des vergleichenden, der geht mal auf einen Strommast. Möp, möp, haben wir es wieder. Okay, hier wird mir das Signal dann angezeigt. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch weitere, Signalkabel hier, um natürlich die Bremsen zu bauen. So, dann nehmen wir Rot. Und, nein, dann nehmen wir natürlich Grün. Entschuldigung, da wäre es ja schon fast wieder passiert. Der Ausgang vom vergleichenden Kombinator ist natürlich unser Steuersignal. Und jetzt kommen wir mal zu der Einstellung dieser Geräte. Parameter. Und jetzt sehen wir das jeweils. Also egal welche Farbe. Das gilt für alle Farben von Flaschen, die da langlaufen. Wenn es größer 0 ist, wird das jeweils Signal an den Ausgang gegeben. Hier wird das jeweils Signal mit minus 1 multipliziert. Ausgang ist jeweils. So. Und jetzt können wir hier aktivieren, deaktivieren ist gut. Und auf hier können wir auf die Flaschenfarbe jetzt eingehen und sagen blau, kleiner, und ich nehme jetzt nur 20, weil 20 reicht bestimmt auch. Hier sagen wir grün, kleiner 20 als Aktivierungskriterium. Und hier ist es rot. So, und diese Bremsen hier, die nehmen sich jetzt aus dem jeweils den Teil des Signals raus, der für sie interessant ist. Okay, die bremsen jetzt natürlich noch nicht, weil der Wert hier 0 ist. Und ich hoffe, dass ich jetzt alles richtig gemacht habe, denn jetzt schließe ich mal das Fließband an. Haha, jetzt müssen wir die dann natürlich noch auf Auslesen stellen. So,
Blaue Flaschen sind natürlich knapp. Ich habe noch im Inventar, das wusste ich doch noch. Das war leider die falsche Taste. Wir brauchen Z. Jetzt legen wir mal nach. Aber Rot und Grün haben schon gebremst. Und Blau bremst jetzt auch. Perfekt. Das funktioniert. Okay, Mannes, ich hoffe, das ist genau das, was du meintest. Jetzt haben wir hier, ja, 29, 26, 23 und da keine Forschung läuft. 25. Gucken wir mal. Gut, da keine Forschung läuft, öckeln die jetzt weiter so im Kreis. Und jetzt war natürlich die Frage von Little Eclipse, Erweiterung des Transportbandes. Könnte man jetzt natürlich machen, weil wenn ich noch mehr drauf packe oder wenn ich mit den 30 ins Rennen gehe, wird das schnell eng. Könnte natürlich aber auch, wenn die weiteren Forschungspakete kommen, noch die andere Seite nutzen. Also ich glaube, das Fließband ist aktuell lang genug und wird es auch eigentlich immer bleiben. Sage ich jetzt mal in meinem jugendlichen Leichtsinn. Jetzt werfen wir mal Forschung an und gucken mal, was wir erforschen können. Thema Roboter, das interessiert mich ja brennend. An das Thema müssen wir eigentlich dran. Die Inventarlogistikplätze hat mir ja Little Eclipse auch schon in den Kommentaren erklärt. Vielen Dank dafür übrigens, wenn ich das noch nicht gesagt habe. Und der Hangar. Persönlicher Roboterhangar wird in Rüstung eingefügt. Erlaubt es Baurobotern aus deinem Inventar heraus zu arbeiten. Klingt erstmal gar nicht doof, oder? Oder nehme ich jetzt mal die Bergbauproduktivität? Die nehme ich mal zuerst, weil Forschungsgeschwindigkeit ist auch nicht schlecht. Aber ihr seht ja, ich habe grundsätzlich viel zu wenig blaue Forschungsfläschchen. Und ich setze die jetzt einfach mal alle hier drauf. Dann bin ich die schon mal aus dem Inventar los. Auch wenn das jetzt gerade mal ein bisschen öde ist. Dann gehen wir nochmal ein Stückchen hoch. Jetzt habe ich nach den Laboren geguckt und gar nicht gemerkt, dass es schon vollgelaufen war. Und dann wollen wir klären, warum hier eigentlich keine Flaschen nachkommen. Und ich habe ja schon gesagt, Bergbauproduktivität, daran wird es liegen und ich bin davon auch fest überzeugt. Endlich, die Forschung läuft wieder richtig gut. Wir gehen einfach mal rückwärts durch die Produktion und schauen mal, wo die Probleme hier liegen. Einzelne Fläschchen kommen. Hier oben habe ich noch ein kleines Problemchen. Das lösen wir jetzt aber. So, die legen wir auch gerade noch drauf. Was weg ist, ist weg. So, also, es kommen keine Wissenschaftspakete nach, weil es fehlt ein Rohstoff. Und das sind die Erzförderer. Die sollten von hier unten kommen. Und die Produktion derer ist hier. Hier fehlt noch was. So, und wo haben wir hier ein Problem? Hier haben wir es bei den Eisenplatten. Die fehlen hier. Und die kommen sehr spärlich nach. Sehr spärlich. Nach hier oben staunen sie sich aber. Ja gut, da ist auch kein Abnehmer mehr, ne? Gut, hier haben wir insgesamt Materialstau. Also zu wenig Eisenplatten. Jetzt könnten wir natürlich irgendwie Steuerungen einbauen, um das ein bisschen besser umzuverteilen. Das wird aber unglaublich komplex. Wir gucken mal lieber, was hier unten los ist. Denn wir haben genug Hochöfen, die laufen aber nicht. So, und es gibt zwei Probleme hier. A, wir haben nicht genug Eisen. Und B, wenn wir es hätten, könnten die auch gar nicht alle ablegen, weil das Band hier ist schon voll. Und es wird dann Stau wahrscheinlich bei den ablegenden Greifarmen geben. Das heißt, vermutlich müssten wir tatsächlich auch
wie man es das schon sagte, mal den Farbpinsel nehmen und dieses Fließband hier in ein rotes umbauen, sodass, ja, es keinen Stau gibt, wenn diese Hochöfen alle ablegen wollen nach hinten. Also da wird das nächste Problem kommen. Jetzt ist erstmal die Frage, was ist hier los? Und da haben wir doch schon ein Problem gefunden. So. Was, nur wegen der Lampe habe ich den Strommast? Das ist ja unglaublich. Hier können wir schon mal was anschließen. Habe ich den ganzen Produktionsstrang hier abgerissen, gell? Hab das vergessen, irgendwann wieder anzuschließen. Keiner hat's gemerkt. Was ist hier los? So, jetzt kommt erstmal direkt viel mehr Eisen. Und ich würde mal sagen, hier gebe ich mir nicht die Blöße und sammle das selbst ein. Das lassen wir von einem Greifarm machen. Ich bin so voll, das gibt's nicht. Ich hätte ja wohl nochmal diese paar Dinger hier nehmen können. Aber auch nicht mehr ins Inventar legen können. Himmel, Herrgott, was bin ich hier überfüllt. So, also dann stellen wir eine Stahlkiste hier hin. Kappen einmal natürlich die Verbindung, dass ja nichts mehr nachkommt, bitte. Jetzt brauchen wir auch diesen ganzen Aufbau hier nicht mehr. Wie toll ist das denn? Das war ja so unnötig. Okay. Kunststoffplatten kommen auch keine mehr nach. Da müssen wir uns auch drum kümmern. Die ganze chemische Produktion muss umgebaut werden. Inventar ist schon wieder voll. Ist ja unglaublich. Kann ich irgendwas umlagern? Das war natürlich das dümmste Beispiel. Nee. Da lege ich physisch gar kein Material hin. Das sind nur Anforderungsplätze. Genau, ich hab's wieder. Na gut. Also, damit es ein bisschen flott geht, nehmen wir jetzt einfach mal einen schnellen Greifarm. Der soll einfach mal was schaffen. Und wenn wir ihn jetzt noch richtig rumbauen. Ach, jetzt hat er das Eisen genommen. Na gut. Räumen wir den ganzen Quatsch hier mal ein bisschen auf, oder? Das dauert natürlich ewig, das jetzt alles mal hier drauf zu legen. Aber auch das können wir tun. Wir können es aber auch eigentlich in eine Kiste einlagern. Das machen wir genau, das machen wir anders. Wir stellen noch eine Kiste auf. Und beschäftigen den Greifarm damit. Das muss ich ja doch nicht selbst machen, also. Kiste hier. Das Eisen soll drauf. Ah, nein. Einmal das hier. Ist das schon alles? Nee. Und das macht jetzt mal ein normaler Greifarm. Einfach drauflegen. Ich will hier echt keine Arbeit mehr mit solchen Dingen haben. So. Okay. Jetzt laufen schon mal ein paar mehr Öfen. Und jetzt wird es hier natürlich doch in der Tat voll. Aber noch können die Greifarme gut ablegen. Sobald jetzt aber tatsächlich hier noch mehr Eisen durchläuft, wird das ein bisschen schwieriger. Ich hole mir, glaube ich, nochmal, oder ich baue es mir selbst gerade, ein paar Erzförderer. Was fehlt mir da? Gar nichts fehlt mir. 5 Stück. Wir wollen das ganze Ding ja ein bisschen ausreizen hier, ne?
Okay. Das Projekt ist fertig. Die Transportbänder, die bauen wir jetzt ab. Es ist ja auch immer gut, ein bisschen Rückbau zu betreiben, ne? Eisen haben wir erstmal noch wirklich genug. Da brauche ich mir keine Sorgen machen. So, da sind meine Erzförderer. Der erste, der muss natürlich gleich hier hin. Der zweite kann dahin. Da stehe ich wieder im Weg. Okay, wo geht's noch gut? Hier ist unendlich Stau. Das ist natürlich das nächste Problem. Also, wir müssen jetzt mit ganz vielen... Ja. Ich baue gar nicht die Erzförderer. Das macht gerade keinen Sinn. Es staut ja eh alles. Wir müssen hier mit schnellen Fließbändern arbeiten. Dann machen wir uns mal das ganze Inventar mit voll, ne? Okay. So, die Rohre können mal weg. Oder der Geschützturm kann weg. Das ist auch okay. Und dann fangen wir an, auszutauschen. Und zwar einfach mal von hinten. Dann kriegen hinten die Öfen hoffentlich auch was. Ja, jetzt kann ich gar nicht so schnell nachbauen. Zahnräder, die hätte ich mir auch aus der Kiste nehmen können, oder? Die haben wir doch auch noch. Ja. Machen wir anders. Ich hätte es ahnen können, gell? Na, was soll's. Nehmen wir den ganzen Quatsch wieder auf. Und bauen einfach mal alle. So war das. Okay. Los geht's. Es fehlen nur noch ein paar normale Fließbänder und dann haben wir es doch gleich. Hier, okay, also. Hier müssen wir einmal rumdrehen. Okay, und man sieht ja immer ganz gut, wo man aufgehört hat zu bauen. Ja, ach, was freue ich mich auf die Roboter, ne? Mehr möchte ich einfach gar nicht sagen an dieser Stelle. Und da wollen wir doch mal gucken, wie jetzt die Versorgung ausschaut von den Hochöfen. Genau, und das ist das, was ich meinte. Es kann nicht mehr so schnell abgeführt werden, das Eisen. Heißt, ich muss wahrscheinlich den gesamten Pfad der Eisenplatten einmal umbauen. Tue ich das? Bleibt ja nichts anderes, ne? Ich habe einfach die Fließbänder mit der Anzahl der Hochöfen total
überlastet. Also, da müssen wir ran. Das macht ja so keinen Sinn. Und ich hole mir einen ganzen Haufen Eisenplatten erstmal aus meinem Inventar. Aus meinem hier liegenden Inventar. Und dann kann es losgehen. 211, das ist nicht sehr viel. Aber wir bauen sie alle. Und dann schauen wir weiter. Wirkt sich das jetzt schon irgendwie nach hinten aus? Nein. Noch sehen wir nichts davon. Ja gut, hier kommen schon mal ein paar mehr Erzförderer hinten an. Das ist schon mal gut. So, und wir bauen jetzt nur den Strang der Eisenplatten bis oben zum Wissenschaftspaket 3 aus. Als erste Baumaßnahme, als erster Bauabschnitt. 1000 Zahnräder willst du bauen? Ach du Schreck. Ging ja fast schneller, ich hätte dafür eine Montagemaschine. Und das waren sie schon. Also. Aber. Das beruhigt die Situation schon mal ein wenig. Kann's ja schon fast dabei lassen. Noch immer nicht, nee. Das reicht noch nicht mal dieses Fließband hier von der Geschwindigkeit. Moment, hier ist doch irgendwo noch eine Unterbrechung, oder? Ah, der Teiler. Gut, das ist das Problem. Das Teilerfließband, das wird mir hier tatsächlich auch den Engpass bescheren. Wo sind denn die ganzen Zahnräder hin, die ich hier baue? Wohin gehen die denn? Das sehe ich ja gar nicht in meinem Inventar. Das ist ja sehr spannend. Also Eisen habe ich immer noch nicht genug, um alle Hochöfen zu betreiben. Insofern nutze ich jetzt einfach mal die Zeit und baue gerade noch die anderen Eisenerzförderer. Erzförderer, nicht Eisenförderer, Erz. So, der steht nicht ideal, aber ich will das Feld natürlich mitnehmen. Machen wir das mal so. Da brauchen wir Strom. Also ich hätte das insgesamt doch besser in der Tat über, über eine Montagemaschine gelöst. In der Menge hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so kompliziert wird, die Dinger zu bauen. Es sind ja nur 200 Stück. Eisenzahnrad und Fließband. Wo könnte ich die denn... Moment mal, noch was? Wo sind sie? Da. Ah ja gut, 11,5 Eisenplatten. Okay. Gucken wir mal, wo wir das kriegen. Da wären wir doch eigentlich ganz genau hier richtig, oder? Das brechen wir ab, den Schmarrn. Das macht ja so keinen großen Sinn. Hier, das können wir doch irgendwie alle abbrechen oder so. Das macht ja weder Sinn noch Spaß hier. Also wir greifen jetzt mal ganz grob hier an der Ecke an oder ein. Strom kriegt ihr gleich wieder. So. Hier muss nur das Transportband weiter nach oben und hier
Zahnräder und Fließband. Also, wir probieren das mal irgendwie abzugreifen. Oder nee, fangen wir erstmal so an. Oder nee, ich mach die beiden mal weg. Andersrum. Dann kann ich nämlich die beiden Teile schon an ihre Position setzen, wo sie hin sollen. Hier und da. Und der muss nochmal teilen. Und zwar hier. Okay, also was macht der? Der schiebt die Fließbänder nach rechts. Und der zweite teilt sie einfach auf. Und was ist mit dem? Der schiebt einfach nur die Zahnräder nach rechts. Und das war's dann schon. Und dann haben wir doch schon alles, ne? Das sollten wir jetzt noch irgendwie auf ein Fließband kriegen. Dann wäre die Sache wirklich gut. Ja, das machen wir so. Dann nehmen wir ein unterirdisches. Führen hier einmal drunter durch. Und können jetzt zumindest mal, ich würde mal erstmal nur eine Fabrik setzen, aber ich würde natürlich auch dahergehen und später dann eine ganze Produktionsreihe bauen. Das ist jetzt wahrscheinlich Montagemaschine 2. Nochmal. Ne, die 1 kann das schon. Okay. Na. Also eine Montagemaschine 1. Wo ist sie? Haben wir davon noch? Und da stellen wir einfach mal eine Empfangskiste hin. Will damit jetzt nicht unbedingt eine große Sache machen. Dann brauchen wir einmal Strom. Klar, ich hätte jetzt auch hier hinstellen können. Aber aktuell reicht mir das. Und das machen wir mal, bis eine Reihe voll ist, ne? Und das dauert mit dem ganz schön lange. Das ist doch schon mal besser, ne? Dann machen wir noch einen zweiten daneben. Ach, dann läuft es doch kontinuierlich. Okay, dann haben wir doch auch recht bald ausreichend von diesen Dingern. Also das im Inventar zu bauen, das war ja wohl eine Schnapsidee. Auf die werde ich aber auch nie wieder kommen. Eisen haben wir genug. Okay, und jetzt haben wir noch Platz im Inventar und Zeit gewonnen, um das Ding hier einmal auszutauschen. Jetzt machen wir einmal vorsichtig den alten weg. Machen den neuen hin. Ach, gut, das hat er übernommen. Das wusste ich nämlich nicht, ob er das tut. Das ist doch alles sehr schön. Und dann kann es losgehen. Jetzt habe ich doch schon wieder... Nee, das war das Falsche. Alles klar, jetzt läuft der Laden.
Jetzt wird es natürlich trotzdem hier aufstauen wieder. Das wird auch gar nicht so lange dauern. Aber gut, jetzt nehmen die Zahnradproduktionen ja einiges auch. Und es wird weitere Fließbänder hier hinten geben. Also, das läuft doch jetzt schon mal ganz gut. Beim nächsten Mal... Ha, jetzt fehlen Zahnräder. Super, super. Hier fehlt Strom. Überall fehlt immer irgendetwas. Passt der hier hin? Reicht nicht. Dann stellen wir ihn. Reicht auch nicht. Nehmen wir den großen. Okay. Das schlägt natürlich noch nicht bis hier oben durch. Das ist jetzt klar. Wir müssen dann also erst alle Transportbänder aktualisieren. Upgraden. Und dann beim nächsten Mal wollen wir gucken, ob wir die Versorgungslücken hier schließen und ob wir besser und schneller forschen können. Weil das mit den, ja, blauen Flaschen, das ist natürlich jetzt echt ein ganz schöner Flaschenhals hier. Da müssen wir ran, das ist nicht gut. Die Steuerung hier, die funktioniert perfekt. Da bin ich echt happy, das ist echt ein Meilenstein für mich. Gut, dann würde ich sagen, habe ich heute nichts mehr, was ich jetzt irgendwie von mir geben müsste. Guck mal hier. Ah, da liegt doch noch was zum Überbrücken. Das machen wir noch, oder? Die legen wir noch aufs Band. Ah, und ich drücke immer wieder die falschen Tasten. So, ja, also, während ich hier diese Flaschen noch aufs Band lege, damit die Forschung noch ein bisschen weiterläuft, will ich mich noch bei euch fürs Zuschauen bedanken, für die tollen Tipps, die ihr immer habt, und würde mich freuen, wenn ihr dann auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und dann bringen wir die Forschung hier nochmal richtig in Schwung. Gucken, dass wir hier alle Versorgungsengpässe wegkriegen. Das habe ich jetzt, glaube ich, schon dreimal gesagt. Deswegen reicht es auch jetzt. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Matze.